Ja, wir haben heute Abend ein Thema vor uns, wo aus schwierig verstehbaren Gründen bisher gar nicht auch medial diskutiert wird, wo kaum Wissen bekannt ist, zumindest nicht in der Laienschaft. Nämlich, wir sind ja diesen Viren nicht irgendwie einfach schutzlos ausgeliefert. Man hat das Gefühl, wenn man die Zeitung liest, die halbe Bevölkerung ist jetzt schon tot, weil der Virus so furchtbar ist. Zentral ist ja nicht der Virus, sondern das Abwehrsystem des Menschen. Und deswegen wollen wir heute Abend mal ein bisschen was über das Wissen, über die Kenntnis des Immunsystems bei Viren, und ich werde natürlich ein bisschen spezifisch auf die Coronaviren eingehen, zusammenfassen. Und ich will dann versuchen, aus dem vielleicht eine positive Botschaft zu hinterlassen. Das ist so ein bisschen ein zentrales Thema von mir. Zu mir möchte ich gar nicht allzu viel sagen, außer dem, was Lorena schon gesagt hat. Mein Hauptthema ist, ich bin Präsident der SSAMP. Wir sind die Schweizer Gesellschaft für Anti-Aging und Prävention. Da geht es um gesund alt werden. Und die Prävention steht im Vordergrund und eben damit auch die Prävention vor Krankheiten. Und eine der wichtigsten Präventionen ist unser Immunsystem. Ich möchte da auch gleich noch so ein bisschen einen kleinen Input geben. Die SSAMP macht viele Dinge. Wir haben auch im Hinblick auf Corona relativ viel schon gemacht. Und wir werden nächste Woche ein Fernsehmeeting aufzeichnen, nicht mit dem Schweizer Fernsehen, das hat dankend abgelehnt. Wir machen das demzufolge alleine. Und wir werden das so ähnlich machen wie die Lanz-Talkshow in Deutschland. Es wird ein neutraler Moderator und vier Gäste sein. Und wir werden uns über Corona unterhalten und wollen mal versuchen, so ein bisschen den kritischen Diskurs über die ganze Geschichte zu führen. Das kommt dann alles über QS24 und YouTube. Wer sich also das dann später mal anschauen will, der sei da herzlich eingeladen. So, jetzt werde ich, wie gesprochen, dass nur die Informationen des gesprochenen Wortes und der Präsentation durchkommen. Was wir jetzt heute machen wollen, ist, wir unterhalten uns ein bisschen über den Coronavirus und wie können wir uns verteidigen. Das als erstes mal kurz zum Verdeutlichen. Das ist ein Virus. Da muss man auch keine Verschwörungstheorien, den gibt es tatsächlich. Der kommt in den Körper und das ist noch nicht das Problem. Damit ein Virus weiterkommen kann, muss er in eine Zelle und diese Zelle umprogrammieren. Das macht er über den berühmt-berüchtigten ACE2-Rezeptor. Das ist ein Oberflächenprotein dieser Zelle. Da dockt dieser Virus an, wird dann internalisiert, wandert also in die Zelle und jetzt beginnt er eigentlich sein potenziell böses Werk, nämlich er programmiert die Zelle um, neue Viren zu programmieren und dann kommen die da wieder raus. Wenn das passiert ist, dass der Virus hier drin ist, das ist schon eher ungünstig, weil dann ist der Virus bereits im Körper. Ziel ist deswegen erstens eigentlich zu versuchen, dass der Virus gar nicht in das System hineinkommt und zweitens, dass dann das System hier unten, wenn der Virus doch in der Zelle wäre, dass dann eben diese Zelle allenfalls vom Immunsystem zerstört wird. Das ist so ein bisschen das ganz zentrale Thema, mit dem wir arbeiten. Und um das geht es heute, dass wir versuchen werden, was können wir in unserem Körper tun, um das zu vermeiden? Da stellt sich die Frage, müssen wir das? Weil wir haben ja Masken und wir sind ja eingeschlossen. Und wenn wir das sind, müssen wir uns ja vielleicht gar nicht anders schützen, weil das tut schon, wenn man die Studienlage anschaut, was alles solche Exklusionen und Ähnliches bringen, dann sieht das relativ bescheiden aus. Wenn man jetzt auf Deutschland schaut, wie die Zahlen wieder ansteigen, trotz allem, was man dort macht, muss man sich überlegen, ob es vielleicht was Besseres gibt. Neben dem, dass die Masken auch noch ein anderes Problem haben. Und heute diskutieren jetzt alle neu, wir müssen jetzt noch stärkere Masken anziehen, nämlich die FFP2-Masken. Dann weiß man, dass diese definitiv die körperliche Belastbarkeit von Gesunden deutlich reduzieren, weil sie einfach keine Luft durchlassen. Vielleicht ist das also nicht der gesündeste Weg und dann müssen wir mal überlegen, woran könnte es liegen. Ich möchte dazu einen Punkt zeigen. Das haben bestimmt alle schon mal gehört. Wir kennen die Phänomene, dass in einer Familie ein Familienmitglied an Corona erkrankt, sogar deutlich mit Fieber, Husten vielleicht, also alles, was man so kennt. Komischerweise aber die anderen oder andere in der Familie nicht. Das gibt es ganz viele Fälle. Vier Leute in einer Wohnung, zwei davon krank, die anderen zwei nicht, obwohl sie weder Abstand halten noch in Quarantäne gehen, weil man lebt zu viert in einer Wohnung, man ist extrem nah aneinander,
keine Maske, kein 1,50 Meter Abstand, kein gar nichts. Und dann werden aber nicht alle krank, sondern es sind sogar Teile der Familie gesund. Und das hat man eben untersucht. Und das Interessante ist, die haben keine Antikörper. Die haben nicht das, was man über die Impfungen und Ähnliches erhofft, nämlich Antikörper, sondern die haben was ganz anderes. Die haben T-Zellen, die haben Corona-spezifische T-Zellen in sich. Oder einfach formulierend, das Immunsystem dieser Patienten, dieser Menschen, die nicht krank wurden, obwohl die Partner krank sind, hat es locker geschafft, den Coronavirus abzuwehren. Und es waren nicht die Antikörper, es waren die Corona-spezifischen T-Zellreaktionen. Und darum geht's. Das Ziel muss sein, dass wir das Immunsystem des Menschen so unterstützen, dass genau das hier passiert, dass genau diese Abwehr stattfindet. Und dann müssen wir über die Gefährlichkeit vielleicht anders nachdenken. Deswegen einleitend ein paar Worte zum Thema Immunsystem. Das haben wir schon lange, das war schon immer dafür da. Bakterien, Viren, Pilze haben uns schon immer bedroht. Aber wir waren schon immer mit einem gut funktionierenden Immunsystem ausgestattet, wo uns genau vor dem eigentlich schützt. Und um das zu können, muss das Immunsystem vieles erkennen und kennen, analysieren. Was ist das, was da auf mich zukommt? Ist das etwas Gesundes? Ist das eine harmlose Polle oder ist das vielleicht ein Virus? Und um das zu tun, muss es unglaublich viele Strukturen erkennen. Diese Strukturen sind extrem klein, denn es erkennt ja nicht das Bakterium oder den Virus. Unser Immunsystem erkennt bei diesen Strukturen ganz, ganz kleine Teile an der Oberfläche. Das wäre bei einem Virus das berühmte Spike-Protein. Das sind diese komischen Spitzen da oben drauf. Das ist das, wo in der Presse momentan immer herumdiskutiert wird, weil die Impfungen ein Spike-Protein-Antikörper induzieren. Das ist auch durchaus eine gewisse Wirkung. Also unser Immunsystem analysiert nicht den Virus oder das Bakterium, sondern Oberflächenstrukturen. Patienten versuche ich so zu erklären: Wir haben ein Auto, aber wir erkennen nicht das Auto, wir gucken nach dem Außenspiegel. Das hat Vor- und Nachteile. Der Nachteil ist, der Außenspiegel könnte sich verändern, dann sieht das Auto anders aus, wenn ich nur auf den Außenspiegel gucke. Oder eben der Vorteil ist, ich muss nicht das ganze Auto auswendig lernen, mir langt der Außenspiegel. So funktioniert unser Immunsystem in der Basis. Und dann haben wir eben drei Teile. Wir haben als erster Teil des Immunsystems den Außenschutz. Das sind Häute, Schleimhäute, Barrieren. Auf diesen Barrieren sitzen Enzyme oder die Mikroflora, die Darmflora oder andere Bakterien. Das ist hier eine Mauer, die um einen Garten gebaut wird, dass niemand in den Garten hineinkommt. Wenn man die Mauer doch überwunden hat, kommt der erste Teil des Immunsystems, die Firewall, eine ganz unspezifische Verteidigungslinie aus weißen Blutkörperchen, vor allem den Makrophagen, Granulozyten. Diese arbeiten direkt, diese Zellen kämpfen direkt gegen den Eindringling. Und das ist deswegen notwendig, weil das sofort stattfinden kann, direkt passieren, sofort los, um dem zweiten Teil, wenn es nötig ist, dem spezifischen Immunsystem Zeit zu geben, weil das braucht ein bisschen Zeit, bis es reagieren kann. Dafür ist die Spitze des Dreiecks sehr selektiv, sehr gezielt und sehr tödlich wirksam gegen Fremde. Braucht aber Zeit. Ein Virus oder ein Bakterium ist schneller als das. Und deswegen brauchen wir zuerst die Hilfe der Makrophagen, des unspezifischen, des angeborenen, des alten Immunsystems, damit das alles funktioniert. Also unser Immunsystem ist heute auf drei Barrieren aufgebaut. Mechanischer Schutz, die klassischen weißen Blutkörperchen als Zelle und dann die sehr spezifischen Antikörper oder gezielt arbeitenden Zellen. Und hier wären diese Corona-spezifischen T-Zellen auch zu finden. So funktioniert's. Und damit ist auch klar, wir müssen ein gesundes Immunsystem haben. Das Dumme, und jetzt kommt ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Das Dumme an der Geschichte, eigentlich ist es nicht dumm, aber jetzt für den Virus wird es das. Das Immunsystem steht nicht alleine im Körper, es ist vernetzt. Man spricht heute von PNEI, Psychoneuroendokrinoimmunologie. Man hat diesen Wort neu erfunden, anstatt sich auf die alten Kenntnisse zu beruhen. Das Immunsystem ist vernetzt im Körper, jetzt heißt es halt PNEU. Das heißt nichts anderes, als dass Organsysteme miteinander vernetzt sind. Das Immunsystem alleine gibt es nicht. Es ist immer verbunden mit dem Hormonsystem des Menschen, mit dem Nervensystem und eng mit der Psyche.
Und das ist ein ganz zentraler Punkt. Wir wissen, dass die Psyche sehr stark für das Immunsystem zentral wirksam ist. Das Dümmste, was man einem Immunsystem angeben kann, und das ist jetzt schon die Basis. Das Schlimmste, was wir unserem Immunsystem tun können, ist das Phänomen der Angst. Denn unter einer Angststruktur wird das Immunsystem dramatisch nach unten gefahren. Wenn man sich das vor Augen führt und merkt, was heute alles passiert, alle arbeiten nur mit dem Grundprinzip der Angst. Die Massenmedien ja komplett versagt in ihrer Hauptaufgabe, beängstigen die Bevölkerung in einer ungesehenen Art und Weise. Die Politik arbeitet nur mit Angst. Wo ist denn in der letzten Zeit mal etwas Positives gekommen? Nichts. Immer nur Angst. Und es gäbe einen so schönen positiven Teil. Unser Immunsystem kann Viren kaputt machen. Das wäre doch mal eine positive Nachricht, von der reden wir heute. Das ist es nochmal in der Medizin zusammengefasst. Wir haben die Immunabwehr, die unspezifische, die erste, die Polizei, die direkte Abwehr aus verschiedenen Zellen und später dann auch die helfenden, die spezifischen, die viel genaueren, die Special Units, die Sondereinsatzkommandos, die ganz, ganz gezielt auf die Angriffe vorgehen können. Und das braucht einfach ein bisschen Zeit. So kann man sich das eben vorstellen. Wir haben da so eine Zelle, die ein Virus beinhaltet. Dieser böse Virus, der muss kaputt gemacht werden. Dann funktioniert das eben so, dass diese Zelle ein Signal an sich hinstellt, eine Fahne. Ich bin von einem Virus befallen. Eine spezielle Zelle des Immunsystems erkennt das, zeigt das dem Rest vom Immunsystem und dann werden nachher die Fresszellen gebildet, die diese Zellen auffressen. Gleichzeitig findet eine Information in das sehr spezifische Teilsystem des Immunsystems weiter mit den Antikörpern. Da bilden sich dann die Interferone und dann werden die Antikörper losgeschickt. Und diese beiden Systeme, die töten nachher den Virus respektive den Virus und die befallene Zelle ab und können damit die Infektion stoppen. Das heißt, wir haben zwei Arten und wir brauchen diese beiden Arten des Immunsystems, da eben Erreger, vor allem Viren und Bakterien, extrem schnell in der Fortpflanzung sind. Wenn wir so ein menschliches Fortpflanzungssystem betrachten und wollen das erreichen, dann brauchen wir ganz, ganz viele Jahre, außer wir haben gleich Fünflinge oder Sechslinge pro Geburt. Für ein Bakterium ist eine solche Vermehrung lächerlich. Absolut lächerlich. In kürzester Zeit vermehrt sich das in riesiger Art und Weise und beschleunigt sich im Fortpflanzungssystem. Nun, wir haben ein Immunsystem, aber leider ist dieses Immunsystem eben nicht dauerhaft gleich aktiv, sondern es altert. Es altert genauso wie der Mensch altert. Jetzt kann man sagen, das ist unfair. Aber da muss man eins auch vorweg schicken, die Natur ist nicht emotional und die Natur ist nicht dafür da, den Menschen zu erhalten. Die Natur ist dafür da, sich zu erhalten. Wir Menschen sind geduldete Besucher. Damit ist es auch logisch, dass wir irgendwann mal abtreten sollten, weil wenn wir zu viele werden, wird es mühsam. Also ist es einfach so, dass der ältere Mensch nicht mehr so leistungsfähig ist. Und das zeigt sich auch im Immunsystem, weil es ist eine sehr intelligente Idee, den Menschen auszurotten. Ich muss das so unemotional sagen, weil die Natur ist nicht emotional. Und das erklärt, warum der Coronavirus seine Sterblichkeit hier oben hat, bei den über 80-Jährigen, nicht bei den 30-Jährigen, nicht bei den 40-Jährigen. Der Coronavirus hat seine Sterblichkeit bei den über 80-Jährigen. Und der Grund ist, dass das Immunsystem schlecht ist. Das sieht man hier, ein junger, gerade auf die Welt gekommener Mensch in den ersten Jahren hat ein voll funktionierendes Immunsystem, hat noch viele, das sind die blauen, sogenannte naive, kampfbereite, noch nicht benutzte, für alles lernbare Abwehrzellen und hat ein wenige, die er vielleicht von der Mutter mitbekommen hat oder in den ersten Lebensjahren durch einfache Infekte bekommene Zellen, die sich bereits gemerkt haben, aha, so sieht so ein Virus aus. Wenn wir dann ein bisschen älter geworden sind, dann haben wir immer weniger von den lernfähigen Zellen, weil wir schon vieles gelernt haben. Die Grünen nehmen zu und es beginnen sich schon einzelne Effektorzellen, die wissen, wie es geht. Der alte Mensch ist erfahren. Er hat vieles erfahren, aber leider kann er nicht mehr viel lernen. Die Lernzellen sind deutlich weniger geworden. Das muss man wissen, wenn man überlegt, was man mit Impfungen tut. Wenn man einen jungen Menschen impft, dann hat er ganz viele blaue Zellen, die auf die Impfung wunderbar reagieren können, um grüne Zellen zu bilden. Ein alter Mensch
hat kaum noch lernfähige blaue Zellen. Und deswegen wissen wir, dass die Impfwirkung bei alten Menschen deutlich, deutlich schlechter ist als bei jungen Menschen. Das ist bei jeder Impfung so. Wer wird momentan vor allem geimpft? Die alten Menschen. Was erhofft man sich durch die Impfung? Den Schutz der alten Menschen. Wenn die aber deutlich weniger ansprechen, warum fängt man nicht mit anderen Sachen auch noch an? Wieso verlässt man sich auf ein System, wo beim alten Menschen gar nicht gut funktionieren kann und man weiß, dass das so ist? Das ist der Grund, warum wir heute Abend überlegen müssen, was passiert, wenn das Immunsystem eine Lücke hat, wenn es Ungleichgewichte hat, wenn Bestandteile des Immunsystems beschädigt sind, wenn die Mauer nicht mehr dicht ist, wenn die Mauer Löcher hat und damit alles in das Haus, in den Garten, in den Menschen hineinkommen kann. Und einer der zentralen Punkte ist, wenn die Nährstoffe fehlen. Unser Immunsystem braucht unbedingt bestimmte Nährstoffe, die das Immunsystem aktivieren können. Und deswegen wollen wir positiv denken, positiv kommunizieren. Wir wollen für das Immunsystem die positiven, das Immunsystem stützenden Faktoren in den Vordergrund stellen und das, wo es allenfalls belästigt, belastet, schwächt, in den Hintergrund nehmen. Das sind alles Faktoren, die unser Immunsystem in der heutigen Zeit schwächen. Das beginnt bei der geopathischen Belastung, vielleicht von elektromagnetischen Feldern. Es sind die Lebensmittel, die ungesunden Zusätze, die nicht mehr natürlichen Lebensmittel. Viele, viele Medikamente beeinträchtigen unser Immunsystem. Grippemittel, Schmerzmittel können das auch. Die berühmten, wenn Sie Kopfschmerzen haben, gehen Sie in die Apotheke, nehmen Sie sich ein Schmerzmittel und alles ist gut. Ohne Rezept fragen Sie, wenn Sie nötig sind, aber eigentlich brauchen Sie nicht. Das ist gar nicht gut. Diese Mittel schwächen unser Immunsystem, indem Sie die Entzündung nehmen. Die Umweltbelastung beschäftigt uns extrem mit Schadstoffen, mit Metallbelastungen, Aluminium ein großes Thema. Die falsche Ernährung, die wir uns zuführen mit viel zu viel Kohlenhydraten, viel zu viel Zucker, schlecht qualitative Produkte, weil sie halt billig sind, zu viel falsche Genussmittel und ein ganz, ganz zentrales Thema. Und wenn man es von der Gewichtung her ausdrücken müsste, müsste man dieses Feld die Hälfte der gesamten Dinge, der gesamten Faktoren ausbreiten. Das ist Stress. Stress ist immer negativ fürs Immunsystem. Und je stresshafter eine Situation, desto schlechter für unser Immunsystem. Also, wir wollen heute Abend schauen, wie können wir unser Immunsystem verbessern? Wie können wir unserem Immunsystem beibringen, wie es am besten funktioniert? Nun, indem wir für das Immunsystem wichtige Mikronährstoffe einmal betrachten. Unser Immunsystem ist wie die Schweizer Armee. Wir brauchen ganz, ganz viele Dinge. Wir brauchen Munition, Militär, Polizei, wir brauchen ganz viele Sachen, aber wir brauchen Grundbasis. Schuhe, Waffe, Hose und Ähnliches. Und das sind die Mikronährstoffe und Vitamine. Ohne die kann es nicht funktionieren. Wir haben viele, viele, viele. Und wenn man es ganz perfekt macht und den Patienten optimal betreut, dann muss man ganz viele verschiedene Faktoren angucken. Das geht nicht immer. Es ist auch nicht immer organisierbar. Und deswegen beschränken wir uns mal auf wesentliche und die wichtigsten Mikronährstoffe für das Immunsystem ist Vitamin D, Zink, Selen und Omega-3-Fettsäuren. Das sind die zentralen vier. Das heißt nicht, die anderen sind nicht wichtig, aber wenn man nicht immer die Möglichkeit hat, alles zu tun, kann man sich doch mal mit den wichtigsten auseinandersetzen. Das sind gerade mal vier Substanzen, über die wir uns unterhalten müssen, wenn wir wirklich, wirklich unser Immunsystem mit einfachen Mitteln bewegen müssen. Und es ist eben leider nicht so, das hat das Schweizer Fernsehen nicht begriffen und viele Ärzte leider auch nicht. Es ist nicht mehr so, dass die Schweizer Bevölkerung, also die deutsche und österreichische auch nicht, dass die Schweizer Bevölkerung sich über ihre Ernährung ausreichend mit Mikronährstoffen versorgen kann. Das stimmt einfach nicht. Das ist ein wunderschönes Beispiel eines meiner Patienten. Ein Mann, 43 Jahre alt, eigentlich relativ gesund, also nicht große Krankheiten, isst gemischte Kost, alles, was er so hat, bemüht sich auch biologisch zu essen. Die Frau kocht vor allem biologische Nahrungsmittel. Nun, und wenn wir den Omega-3-Index messen, das heißt der Anteil von Omega-3-Fettsäuren im Blut, dann ist das hier der rote Wert 3% und es müssten sein mindestens 8%. Eine katastrophale Situation. Und erst nachdem er dann für 4 Monate zum Beispiel Fischöl genommen hat, ist das Ganze auf den sinnvollen Wert von 10 angestiegen. Weil ohne die Supplementation ist dieser Wert nicht zu verbessern. Und das geht noch weiter so mit allen anderen auch. Dabei wissen wir, dass das Immunsystem auf so viele Faktoren ist und wir sehen, die Omega-3-Fettsäuren haben eine direkte Wirkung am Immunsystem, indem sie bestimmte Entzündungen angehen, aber indem sie auch vor allem
die Arbeit, die überschießenden Reaktionen verhindern und damit die Arbeit am Immunsystem so gestalten, dass es richtigerweise so arbeiten kann, wie es soll. Der wichtigste Punkt vielleicht überhaupt ist Vitamin D. Unsäglich, dass das Schweizer Fernsehen in zwei Sendungen Puls negativ über das Vitamin D gesprochen hat. Das ist eine so dermaßen eine No-Brain-Geschichte, wie man sich das nicht vorstellen kann. Ohne Wissen und Verstand wird da einfach eine Fehlinformation in die Bevölkerung verbreitet, nämlich Vitamin D bringe nichts und wäre auch nicht nötig. Vor allem ist es auch noch gefährlich, man könne sich vergiften und alles. Dazu muss man vielleicht einfach nur mal ein paar Basiswissen aktivieren. Wenn wir Vitamin D und das Immunsystem schauen, dann wissen wir, dass Vitamin D direkt die zelluläre Immunabwehr unterstützt. Diese erste Basis, die Natural Killer Cells. Sie schützt vor virusbedingten Infekten und sie verhindert eine überschießende Immunreaktion. Und das ist ein zentraler Punkt. Was passiert bei einer Corona-Infektion, wenn es dumm läuft? Nun, der Virus kommt in den Körper, er dockt an, er gelangt in die Lunge. Und jetzt bildet sich eine Infektion ab, was an sich noch nicht das Problem ist. Aber wie vielleicht alle schon mal gehört haben, so um den siebten, achten Tag kommt es zu dem berühmten Zytokinsturm. Das ist eben eine Überaktivierung des Immunsystems. Und dieser Zytokinsturm ist das, wo die Corona-Infektion potenziell gefährlich macht. Und Vitamin D arbeitet genau dagegen. Und wer das immer noch nicht glaubt, dieses ist die Wirkung von Vitamin D auf das Immunsystem. Es geht direkt an die T-Lymphozyten, indem es moduliert. Es erhöht die Toleranz der dendritischen Zellen, um Antigene zu erkennen. Es fördert die Autophagie, das Zerstören von Zellen. Es moduliert die B-Lymphozyten über die Antikörpergeschichten. Und es fördert auch Defensine und Katecholamine. Das sind Stoffe, die zum Beispiel auf den Schleimhäuten explizit selber Bakterien, Pilze und Viren vernichten können. Das weiß man, nur das Schweizer Fernsehen nicht. Nun, und wenn man das anschaut, das ist eine der ersten Statistiken aus dem letzten Jahr, und man hat geschaut, unter welchen Vitamin D-Leveln kamen die meisten Infektionen vor, dann sieht man, wenn wir unter die 50er-Grenze gehen, das ist der Blutspiegel, wenn wir unter die 50er-Grenze gehen, haben wir viele Corona-Infektionen. Wenn wir in die hohen Versionen gehen, also über 80, praktisch keine mehr. Das waren die ersten Daten, die schon gezeigt haben in der ersten Welle, dass das so ist. Und wenn man das wieder anschaut und man schaut die Mortalitätsrate an und die Höhe von Vitamin D, ab 60 ist die Mortalitätsrate sehr gering. Also ab einem Blutspiegel von 60 fällt die Mortalität deutlich ab. Dann hat man nächste Studien gemacht, ist hingegangen und hat dann angeschaut, wie laufen die kritischen, die wirklich gefährlichen Corona-Fälle mit Intensivpflichtigkeit, die schweren, die okay und die milden. Und man sieht, wenn jemand einen Vitamin D-Spiegel über dieser 80er-Grenze hat, es gibt da zwei Einheiten, geteilt durch 2,5 gibt dann 30. Wenn ich diesen Vitamin D-Spiegel hier im grünen Bereich habe, habe ich praktisch nur milde Fälle. Hingegen bei den kritischen Fällen sind ganz, ganz viele Patienten drunter, die extrem niedrige oder niedrige Werte haben, aber praktisch keine Fälle, die gute Vitamin D-Werte haben. Das wussten wir schon seit der ersten Welle, dass Vitamin D eine Rolle spielt. Dann gab es die ersten richtigen Studien hier aus dem April 2020. Man hat wieder geschaut, wenn man alle Patienten angeschaut hat, die verschiedene Verläufe hatten, dass die ganze Geschichte des Vitamin D ist strongly associated with Covid Mortality. Je höher der Vitamin D-Spiegel, desto geringer die Sterblichkeit. Je niedriger der Vitamin D-Spiegel, desto höher die Sterblichkeit. Dann gab es nächste Studien und da gab es eine Interventionsstudie in Spanien. Dort wurden stationär behandelte Corona-Patienten aufgeteilt und bekommen zu der derzeitigen Zeitpunkt, als die Studie gelaufen ist, die bestmöglichste Therapie. Und die eine Gruppe bekommt eben Vitamin D und die andere Placebo. Und die Dosis von Vitamin D war gar nicht so extrem, wenn man es mal genauer anschaut. Die haben 20.000 Einheiten an 3 Tagen gegeben und danach wöchentlich 10.000. Eigentlich eine lächerliche Dosis, aber immer noch besser als gar nichts. Und die anderen haben Placebo bekommen. Dann hat man gesehen, unter der Placebo-Gruppe mussten 13 die Hälfte auf die Intensivstation. In der Vitamin D-Gruppe mit mehr Patienten war es nur einer. Das ist ein deutlicher Unterschied. Diese Studie kann man in einzelnen Punkten kritisieren. Die war nicht perfekt, natürlich nicht. Aber immerhin, das hat schon mal sehr, sehr viele interessante Dinge gezeigt. Und dass das so ist und dass das nicht einfach nur per Zufall in einer Studie gefunden ist,
Das wussten wir schon lange, weil Vitamin D das eben tut. Und wir wissen, dass wenn wir es richtig machen, müssen wir ordentlich Vitamin D dosieren. Da kann man sich so eine, ja, so eine einfache Zahl merken. 50 Einheiten Vitamin D pro Kilogramm Körpergewicht und Tag. Ganz einfach. Also bei 10 Kilo sind es 500 Einheiten, bei 100 Kilo sind es 5000. So, relativ einfach. Und dann sind wir im Durchschnitt zwischen vielleicht 3.000 und 4.000 Einheiten. Wenn man es ganz gut macht, kombiniert man Vitamin A dazu, weil es gibt eine sehr, sehr wichtige Koinzidenz oder ein sehr wichtiges Zusammenspiel von Vitamin D und A, wo beide zusammenwirken und das Immunsystem noch besser bearbeiten. Und übrigens nebenbei, das wussten wir schon lange, die Effektivität einer Impfung wird durch diese beiden Parameter massiv verbessert. Sind wir allerdings in der Therapiephase, ist ein Patient schwer erkrankt oder erkrankt. Und das allerdings ist natürlich jetzt nur was für ärztliche Maßnahmen. Wir reden hier von deutlich hohen Dosierungen. Dann geben wir sehr, sehr hohe Vitamin D-Dosierungen, um diesen Effekt zu erreichen. Dieser Text hier stammt von Uwe Gröber. Er hatte ein schönes Buch mit Vitamin D geschrieben. Und Uwe Gröber ist sicherlich einer derjenigen, der am meisten Ahnung hat über die Wissenschaft, die hinter diesen Dingen steckt. Und ich kann das nur bestätigen. Auch ich arbeite mit Hochdosis Vitamin D, Therapie schon lange bei Infektionen, vor allem auch bei Corona-Infektionen mit ausgesprochen guten Ergebnissen. Dann kommt natürlich gleich die Presse und das Schweizer Fernsehen. Das ist doch alles Unsinn. Wir können doch Vitamin D essen. Ja, kann man. Muss man nur gucken, wie es ist, wenn wir da von diesen, und wenn wir nur mal 1000 Einheiten wollen, eigentlich viel zu wenig. Aber nehmen wir mal die 1000 Einheiten. Wie viel müssen wir dann essen, wenn wir mit dem arbeiten? Wir haben hier 100 Gramm Hering, hat 1000 Einheiten. Okay. Wollen wir aber diese 4000 Einheiten, dann sind wir schon bei 400 Gramm Hering jeden Tag. Lebertran kann man vergessen. Lachs 600 Gramm, Sardinen 1 Kilo. Und wenn wir mit Butter arbeiten, sind es 8 Kilo. Es gibt kein Lebensmittel auf der Welt, wo man außer Fisch natürlich in vernünftiger Menge genossen eine solche Dosis von Vitamin D zuführen kann. Es geht nicht. Hamburger Fischmarkt, jeden Morgen Fischbrötchen, das geht. Wenn man das gern hat, kann man das tun. In der Schweiz wird es schwierig. Und deswegen geht es nicht. Wir müssen supplementieren. Wir haben nicht die Möglichkeit, Vitamin D über die Ernährung in dieser Menge zuzuführen. Und das Schöne ist, das kann man messen. Weil wer es nicht glaubt, der gibt Blut ab und lässt seinen Vitamin D-Spiegel messen. Dann wird man feststellen, wenn ich nicht supplementiere, vor allem im Winter, ist der Vitamin D-Spiegel eine Katastrophe. Er müsste mindestens 100, besser sogar 120 sein. Oder die zweite Einheit dann geteilt durch 2,5. Wir bleiben bei dieser 100er Dosis. Dann haben wir 100 Mikrogramm im Blut. Die meisten Patienten, die wir in der Praxis messen, und wir messen in der Paramed jeden Patienten, der zu uns kommt, in die ärztliche Sprechstunde, jeder bekommt Vitamin D gemessen, außer er möchte es nicht. Und die Werte sind katastrophal. Ohne Supplementation kenne ich keinen, der einen Wert von über 50 erreicht. Und 100 ist das Minimum und bei Corona planen wir 120. Das kann man nicht erreichen ohne Supplementation. So, wir hatten Omega-3, wir hatten Vitamin D, jetzt kommt noch Selen. Selen ist ein bekanntes, schon lange bekanntes Mineral, was allerdings so ein bisschen im Schatten der anderen stand. Zumindest in der allgemeinen Bevölkerung, im therapeutischen Setting natürlich nicht. Wir arbeiten schon lange mit Selen. Aber im Bereich Corona, auch das war in der ersten Welle, in der ersten Phase letzten Frühjahr, wir sind jetzt ja fast genau am Jahrestag des ersten Lockdowns. In dieser ersten Phase wussten wir das auch bereits, weil die Studien es schon sehr interessant gezeigt haben. Ähnlich wie beim Vitamin D, ein Selenmangel zeigt ein deutlich erhöhtes Mortalitätsrisiko bei Covid-19. Und auch da hat man eben schöne Daten gemacht. Man hat in Deutschland in der Charité und zwei Kliniken Serum gemessen, also Serumwerte gemessen von schwer kranken Patienten und das dann verglichen mit der bekannten Normvariation. Und dann sieht man, bei Patienten, die einen Serummangel, einen Selenmangel hatten, gab es deutlich weniger Überlebende als sonst. Also die Rate der Verstorbenen war bei Selenmangel massiv höher als bei Patienten, die ausreichend Selen hatten. Und das ist interessant, wenn man den Selenspiegel misst, wie er sich entwickelt, wenn ein Patient eine Corona-Infektion bekommt. Zu Beginn ist der Selenspiegel hoch, sinkt dramatisch ab unter dem Infekt. Bei den Verstorbenen ist der Selenspiegel annähernd gen Null gesunken. Bei denen, die sich wieder erholt haben, stieg der Selenspiegel nachher wieder an und erreichte wieder ausreichende Werte. Das heißt, man sieht, dass Selen verbraucht wird. Wenn ich also von Anfang an den Selenspiegel durch Supplementation hochhalte oder von viel höher beginne,
dass er zwar abfällt, aber gar nie in den kritischen Bereich kommt, dann haben wir genau diese Chance, dass diese Entwicklung ins Positive verläuft. Ähnlich wie bei Vitamin D. Und auch das wissen wir, warum das so ist. Wir wissen, dass Selen in Mitteleuropa aufgrund unserer Bodenbeschaffenheit, aufgrund unserer Geologie in nicht ausreichender Menge vorhanden ist. Die ETH Zürich hat das ebenfalls schon erklärt, dass es nur wenige Gebiete gibt, wo wirklich Selen vorhanden ist. Bei den meisten ist ein Selenmangel. Wir wissen, dass ein Selenmangel das Immunsystem sehr stark schwächen kann. Und es wirkt antientzündlich. Und dann haben wir wieder die gleiche Geschichte. Wir haben die präventive Dosis, sind so um die 100 bis 200 Mikrogramm. Und die therapeutische Dosis beim Patienten, der schwer erkrankt wird, da gehen wir in die ärztlichen Dosierungen von 1000 bis 2000 Mikrogramm, am besten intravenös und danach dann noch durch Einnahme weiterführen, um den Seleneffekt zu erzielen. Wir müssen hier also immer trennen, gerne beim Vitamin D, präventive schützende Maßnahme zu therapeutischer Maßnahme bei Erkrankung. Das ist nicht das Gleiche. Schauen wir, was wir so kennen. Nun, wir wussten schon immer, wir haben einfach nur Erkältungskrankheiten. Ganz banal sind Viren übrigens. Also schon nur mit Zink kann man die Erkältungsdauer halbieren, die Erkältungssymptome reduzieren und die Dosierung. In so einem Fall, bei einer akuten Erkrankung, gehen wir mit dem Zink auf 50 bis 90 Milligramm. Das machen wir 3, 4 Tage. Das machen wir nicht präventiv, weil solch hohe Dosen von Zink präventiv werden nicht gesund. Aber im Akutfall geben wir hochdosiert Vitamin D, wir geben hochdosiert Zink, wir geben hochdosiert Selen. Und präventiv sieht die Sache ganz anders aus. Damit ich es nicht vergesse, ist auch klar, der Darm und das Immunsystem steht natürlich auch nochmal in einem ganz eigenen Zusammenhang. Und deswegen müssen wir logischerweise auch die Darmflora in das System mit einbauen. Und wir kennen heute die Veränderungen, die über Covid-19 auch an den Mikrobiomen entstehen. Und wenn wir uns dann damit auseinandersetzen, bauen wir nachher noch neben Personalized Nutritional Interventions, sprich orthomolekulare Medizin, benutzen wir eben auch noch Präparate, um die Dysbiose auszugleichen, damit der Coronavirus keine Schwächen im Immunsystem findet, sondern auf allen Ebenen, auch auf der Ebene der Schleimhäute, entsprechend verteidigt werden kann. Als letztes noch etwas zum Vitamin C auf diesem Gebiet. Und Vitamin C kennen, glaube ich, alle. Und Vitamin C wird sehr oft benutzt. Und da muss man sehen, dass in der Prävention ist Vitamin C okay. Aber man muss schon sehr lange anfangen, damit Vitamin C gegen Viren wirkt. Bei Coronaviren ist es viel interessanter, Vitamin C in der akuten Therapie einzusetzen. Und das war eine der ersten Studien und das war das, was China gemacht hat. Damals in Wuhan, als es losging, wurden die ersten Patienten, die einen schweren Zustand, critical ill, hatten, in den Spitälern mit Hochdosis Vitamin C behandelt. Und hier hat man eine Studie gemacht, bereits intensivpflichtige Patienten, also Patienten, denen es sehr schlecht ging, die auf der Intensivstation saßen und an der Grenze standen zur Beatmung. Die hat man randomisiert, zwei Gruppen, die eine bekommt Vitamin C, die andere Placebo, neben der üblichen Therapie. Und die Vitamin C-Gruppe bedeutet zweimal am Tag 12 Gramm intravenös Vitamin C. Das ist eine richtig schön hohe Dosis. Das Interessante ist, wenn man sich die Ergebnisse anschaut und man schaut die Mortalitätsrate an, dann ist das 50% weniger. Das heißt, unter Vitamin C kam es zu deutlich reduzierter Sterblichkeit. Nur Vitamin C hat eine massive Reduktion gebracht von Überleben zu Nichtüberleben. In der Placebo-Gruppe praktisch alle verstorben, in der Vitamin C-Gruppe wenig. Das kann Vitamin C, wenn man es denn richtig anwendet. Wir haben die Ozontherapie, die eine direkte Maßnahme auf das Immunsystem bringt. Das ist jetzt eine Maßnahme, die wir in unserem Therapiezentrum benutzen. Wir benutzen die Ozontherapie als zusätzliche Maßnahme, das Immunsystem zu stärken. Mikronährstoffe sind ein wichtiger Teil, aber wir können noch ein bisschen mehr tun, wenn wir die eigenen Fähigkeiten des Bluts benutzen. Die Eigenblutbehandlungen kennen, glaube ich, viele aus der früheren Zeit.
In der ersten Zeit der Medizin, das war auch in der Zeit des Weltkrieges, wurden tatsächlich Behandlungen mit Ozon und eigenem Blut schon angefangen, weil man gesehen hat, dass Ozon in der Luft im Sommer keine gute Geschichte ist. Hingegen, wenn man Ozon ins Blut hineingibt, dieses Blut dem Patienten wieder zurückgibt, ganz erstaunliche Verbesserungen am Immunsystem bringt. Was bringt das alles? Nun, man hat dann feststellen können, wenn man Ozoninfusionen macht, das hat man ebenfalls in Spanien gemacht, hat man genau wieder bei Patienten mit einer schweren Verlaufsform, noch nicht intubiert oder so, aber durchaus schwere Verlaufsform, dann hat man Ozontherapien gemacht und erstaunliche Ergebnisse nach 5 und 10 Tagen gesehen. Nach 10 Tagen war praktisch das gesamte Personal, wo man behandelt hat, nicht mehr krank und aus dem System heraus. Dann hat man in Deutschland in der Ebene noch ein bisschen über die Phytotherapie geschaut und hat geschaut, nun, wir haben Mikronährstoffe, wir haben Vitamin D, wir haben C, wir haben Selen, wir haben Omega-3-Fettsäuren. Wir haben aber noch die Pflanzen. Auch die finde ich ausgesprochen interessant, wenig erwähnt. Es gab eine Geschichte, auf die ich gleich noch kommen werde, die dann kurzfristig sogar in der großen Zeitschrift mit den großen Buchstaben auf der ersten Seite stand. Es verschwand dann relativ schnell wieder und komischerweise redet dann niemand mehr mit. Das sind die Pflanzen. Und die Pflanzenheilkunde bringt sehr interessante Dinge. Hier wurde in Deutschland eine retrolektive, also nachträglich gemachte Therapiebeobachtung im Rahmen der Pandemie gemacht. Dort hat man mit Zistrose gearbeitet und einer speziellen Nasensalbe, die letztendlich aus ätherischen Ölen, Kochsalz und ein bisschen Wollwachs, also ein bisschen Vaseline im Prinzip bestand. Wo ganz einfach ist, wenn ich meine Nase mit so etwas auskleide, also eine spezielle Phytotherapie-Nasensalbe eintrage, kommt der Virus nicht dadurch. Im Prinzip könnte man sagen, ist das die bessere Form einer Maske, indem man einfach den Virus über andere Mechanismen verhindert. Und dann kam das, dann kam die Echinacea-Geschichte, die dann auch in den Zeitungen, sogar in den Medien aufgerufen wurde. Ja, da ist eine Pflanze, die hat was gezeigt. Kann ja gar nicht sein. Doch hat es, nämlich im Labor, und da könnte man sagen, ja gut, was sagt schon ein Labortest? Naja, immerhin hat er zeigen können, dass wenn ich eine Zellkultur, und das waren menschliche Zellen, genügend hoch mit Echinacea, und es geht um das Präparat Echinafors hier aus der Schweiz, wenn ich diese Zellkultur mit ausreichenden Mengen Echinacea versetze, dann kann dieser Virus nichts tun, weil er wird inaktiviert. Das ist wichtig zu verstehen. Die Echinacea-Pflanze wird nicht eingesetzt, um das Immunsystem gegen den Coronavirus zu verbessern. Die Echinacea-Pflanze hat direkte Wirkungen an den Viren und verhindert das Eindringen der Viren in die Zelle oder genauer gesagt, es verbessert die Inaktivierung des Virus, bevor er in die Zelle hineingeht. Das ist ein großer Unterschied. In den meisten anderen Fällen benutzen wir Echinacea, um unser Immunsystem zu modulieren, zu stärken. Bei Corona schützt es zumindest potenziell davor, dass der Virus in die Zelle eindringt. Das ist ein zentral wesentlicher Unterschied. Und deswegen ist es auch etwas, wo man dauerhaft nehmen muss. Das ist nicht, ich nehme das, dann ist das Immunsystem gestärkt, sondern ich nehme das, damit der Virus nicht andockt. Ist also eine präventive Maßnahme, um zu verhindern, dass der Virus in die Zellen hineingeht. Das ist ein wesentlicher Teil der ganzen Geschichte. Wir haben also Mikronährstoffe, wir haben sogar Pflanzen. Es gibt da noch viel mehr. Wir haben Meerrettichpflanze, wir haben Kapuzinerkresse. Ein sehr interessanter Punkt. Gibt es keine Studien zu, aber man sieht, dass es funktioniert. Studien zu Corona meine ich jetzt. Wir haben ätherische Öle in Kapselform, die kann man einnehmen. Die ätherischen Öle werden über die Blutbahn verteilt, über die Lunge abgegeben und siehe da, sie schützen vor Corona, indem der Virus nicht durchkommt. Wir müssen alles dafür tun, dass der Virus nicht dahin kommt, wo er sein Machtwerk anstarten kann. Und diese Geschichten können wir durch verschiedenste Art und Weisen abdecken. Dann muss der Patient natürlich auch noch was tun, vernünftig essen, nicht so viel Zucker essen, warme Speisen essen, unnötig viel Rohkost vermeiden. Rohkost ist nur begrenzt gesund. Es ist ein Ballaststoff, das ist okay, aber er belastet eben auch das Verdauungssystem. Vor allem, wenn ich ihn abends nehme, zu spät abends, ist Rohkost nicht mehr sinnvoll, weil es liegt dann wie Blei im Darm und fault vor sich hin und macht über die Darmflora ein schlechtes Immunsystem. Warme Speisen,
Wer kam auf die Idee, im Winter Orangen zu essen? Die wachsen da, wo es kalt ist, nämlich mit der Idee zu erfrischen. Zitrusfrüchte im Winter sind kalt. Deswegen wachsen bei uns keine Zitrusfrüchte. Bei uns wachsen aber Äpfel, Birnen, Sanddorn und Co. Die Früchte, die im Herbst reif werden, die Sommerhitze weitergeben, gelagert werden können und dann im Winter idealerweise sogar noch als Kompott benutzt werden können. Genauso wichtig ist ein warmes Frühstück. Im Winter muss man warm haben, also nimmt man auch warme Frühstücke. Das ist das berühmte Porridge der Engländer, kann man auch als Haferbrei beschreiben. Das ist eine lange gekochte Suppe, also es gibt da viele, viele verschiedene Optionen, die wir benutzen können. Aber vor allem brauchen wir einfach die Wärme der Systeme. Was wollen wir in der Corona-Situation unseren Menschen beibringen? Nun, das Erste ist, wir müssen weg von diesen negativen, von dieser Angstkultur, von diesen negativen Berichten, dass alles ganz furchtbar ist, es geht alles nicht mehr und es wird immer schlimmer und wir können gar nichts tun. Das ist doch Unsinn. Das Minimale, was wir tun können, ist, unser Immunsystem zu verbessern. Und warum soll man das nicht tun? Was ist falsch dran? Wer kommt auf die Idee, gegen Vitamin D zu reden? Was ist das für eine Motivation? Wenn ich nicht glaube, dass Vitamin D hilft, lasse ich es doch sein, aber ich muss doch nicht dagegen reden. Wir wissen, dass Vitamin D hilft. Wer es nicht glaubt, lässt es eben sein. Wieso sind unser System eben so, dass immer nur die Starken das Thema sind und die vermeintlich Schwächen sind das Problem? Wenn wir mal auf dieses Bild schauen und wir sehen hier, was Wölfe tun. Nun, die Gesunden schützen die Kranken, indem die Kranken vorweglaufen. Die müssen nicht hinterherlaufen und sehen, wie sie mitkommen. Am Ende sind die Stärksten, die nämlich am Ende schauen, was passiert, damit keiner zurückgelassen wird. Und der Anführer ist nicht der Erste, der Anführer ist der Letzte. Und der schaut, dass niemand zurückgelassen wird. Und das ist der Punkt. Wenn wir schon sagen, wir sind eine Gesellschaft und wollen auf alle schauen, dann müssen wir das tun, indem wir eben die Starken nutzen, um die Schwachen zu schützen. Und das ist eben das, wir schützen die Schwachen dadurch, dass wir ihnen helfen. Und helfen tun wir, indem wir das Immunsystem aufbauen. Und das war das, wo ich in der heutigen Abend mal in der ersten Phase einfach so ein bisschen klaren wollte. Von der Idee ist es so, dass wir in der Anwendung unser Immunsystem versuchen müssen, auf den bestmöglichen Funktionszustand zu bringen. Das tun wir, indem wir uns gesund verhalten, indem wir Wärme nutzen, indem wir warme Speisen essen, indem wir uns warm halten. Wir tun das, indem wir schauen, dass keine Mängel vorhanden sind, vor allem nicht Mängel, die unser Immunsystem stark beeinträchtigen. Vitamin D, Zink, Omega-3, Selen. Je nachdem kann man auch noch Vitamin B12 und weitere Parameter anschauen. Dort, idealerweise misst man das, weil habe ich jetzt genügend? Ich weiß es nicht. Mit der modernen Labortechnik können wir das heute sogar im Kapillarblut messen. Die allerneueste Technik, werden wir nachher noch kurz was zu hören, geht sogar schmerzfrei über die Haut mit einem speziellen Blutentnahmesystem. Da kann man sogar Kinder kontrollieren, ohne sie pieksen zu müssen. Dann sieht man es, weil bin ich jetzt im Mangel? Keine Ahnung, ich spüre das ja nicht. Habe ich genügend Vitamin D? Ich weiß es nicht. Das Fernsehen behauptet, ich habe genügend Vitamin D. Ich behaupte, Patienten haben nicht genügend Vitamin D. Wer hat recht? Naja, recht hat der, der es misst und dann bewiesen hat, dass, oh, 80% der Patienten haben aber nicht genügend Vitamin D. Was sagt das Schweizer Fernsehen jetzt? Und deswegen müssen wir es halt manchmal auch kontrollieren. Und das, was wir finden, lösen wir. Das ist ja nicht schlimm. Habe ich halt ein bisschen zu wenig, dann nehme ich es eben. Und dann muss ich eben etwas tun, um das Immunsystem zu verbessern. Wir haben die Pflanzen. Wir können mit den Pflanzen akut therapeutisch tätig werden. Wir können mit den Pflanzen präventiv therapeutisch tätig werden. Wir haben ganz viele verschiedene Funktionen, mit denen wir das Immunsystem behandeln können. Wir können im Erkrankungsfall, wenn jemand trotz allem oder weil er es halt nicht präventiv gemacht hat, von einem Coronavirus betroffen ist, ja, dann heißt das ja auch nicht, dass man nichts tun kann. Dann heißt das nicht, okay, ich bin jetzt Corona-positiv krank. Ja, jetzt kommt dann der Verlauf, es wird ganz schlimm, ich muss ins Spital.
Nein, das kann man behandeln. Man kann auch gegen Coronaviren behandeln. Das ist nicht das Ende des Lebens, wenn ich Corona-positiv bin. Ich kann dagegen was tun. All das wird nicht kommuniziert. Es wird nur kommuniziert, wie furchtbar das alles ist, wie schlimm das alles ist. Wir müssen alle sofort in den Lockdown, wir müssen alle einschließen. Niemand erzählt die positive Seite, dass wir den Menschen informieren müssen, dass wir ihnen helfen können, dass wir die Immunsysteme nicht einfach so darum liegen haben, sondern die haben wir zum Nutzen, dass wir das Immunsystem aufbauen müssen, dass wir natürlich dann was investieren müssen im Sinne von, ich muss jetzt Vitamin D tun, ich muss Zink einnehmen, ich muss mich vielleicht auch mal bewegen. Ist natürlich schwierig, wenn ich im Lockdown bin und vielleicht gar nicht mehr raus darf, was dann auch sehr intelligente Idee ist. Ich darf noch nicht mehr im Garten oder durch den Wald laufen, wo ja im Wald die Ansteckungsgefahr wahrscheinlich extrem hoch ist. Also alle die Faktoren, die für ein gesundes Immunsystem wichtig sind, wurden sogar noch verboten. Aber dann doch wenigstens mit Faktoren, die wir tun können, unser Immunsystem stärken. Was spricht dagegen, ein geschwächtes Immunsystem zu stärken und für die Verteidigung des Menschen zu arbeiten? Mir ist es ein Rätsel, dass dieses Thema des Immunaufbaus, der Immunstärkung, der Verteidigung gegen Krankheiten und in diesem Falle halt, weil wir jetzt in der spezifischen Situation sind, der Verteidigung gegen Viruserkrankungen. Wieso hat das nicht einen zentralen Faktor in der Kommunikation? Wieso wird nicht positiv kommuniziert? Warum wird nicht den Menschen gesagt, ihr seid nicht schutzlos ausgeliefert? Ihr müsst das Immunsystem nutzen, wo ihr habt. Natürlich, da muss man auch was für tun. Das ist klar. Wer faul im Stuhl rumhängt, nichts tun will, naja, da wird es dann schwierig. Aber da können wir halt auch nicht ändern. Da ist dann jeder auch sich selbst überlassen, die eigene Verantwortung zu übernehmen, damit ich auch meine Gesundheit erhalte. Idealerweise macht man das nicht erst, wenn man kurz vor der Krankheit steht. Perfekterweise beginnt man damit früher schon. Das klappt nicht immer, aber es ist nie zu spät. Es ist nie zu spät für sein Immunsystem, was zu tun. Und wie gesagt, wenn man sich nicht sicher ist, ja, aber oh Gott, und Vitamin D, jetzt habe ich doch Angst bekommen und überhaupt, was muss ich überhaupt tun? Naja, dann messe ich es eben. Das kann mittlerweile jeder Hausarzt, jeder Arzt kann mit einer einfachen Blutentnahme Vitamin D, Zink, Selen, Omega-3 und sogar auch noch weitere Parameter, für die wir heute Abend gar nicht Zeit haben, sie alle zu besprechen, problemlos messen. Dann bekommen wir ein Ergebnis, sehen, wie mein Status ist und dann kann ich ableiten, was, wie viel Selen, wie viel Zink, wie viel Vitamin D, wie viel Vitamin E oder wie viel Omega-3, wie viel Vitamin A nehme ich oder muss ich jetzt nehmen, um auf einen besseren Level zu kommen? Naja, und wenn man es ganz gut macht, kontrolliert man das nach 2 oder 3 Monaten nochmal, um zu schauen, ob auch das, was ich getan habe, eine Effizienz zeigt. Soll heißen, ob von mir aus die Vitamin D-Tropfen, die ich jetzt genommen habe, auch wirklich zu einem Anstieg des Spiegels im Blut geführt haben, den ich gerne hätte. Da muss man auch noch etwas zu sagen, da erlebt man auch als erfahrener mit Vitamin D seit 20 Jahren arbeitender Arzt, erlebe ich auch immer wieder diese Überraschungen, dass man 4000 Einheiten gegeben hat, von denen man eigentlich annimmt, normalerweise langt das. Der Patient kommt nach 2, 3 Monaten zur Laborkontrolle und der Spiegel ist von 50 auf 70 angestiegen. Das schnüht. Ich will 100 bis 120. Jawohl, und dann braucht der Patient vielleicht 8, 10 oder 15.000 Einheiten. Ich habe ein paar Patienten, die seit Oktober 15.000 Einheiten Vitamin D jeden Tag nehmen müssen, weil nur unter dieser Dosierung der Vitamin D-Spiegel, den ich regelmäßig kontrolliere in diesem Falle, der liegt genau bei 120 bis 130, da wo ich ihn haben will. Keine Überdosierung. Das heißt nicht, dass jeder Mensch 15.000 Einheiten nimmt. Das ist nicht die Idee. Es gilt darum herauszufinden, welches ich meine individuelle, für mich notwendige, richtige Dosierung, wenn wir vom Immunsystem reden, um Zielwerte zu erreichen, die mein Immunsystem in einen besseren Stand bringen. Das ist der Kern von allem. Der Virus ist nichts. Das Immunsystem ist entscheidend. Zumindest bei den Viren, von denen wir reden. Sind wir mal froh, dass es kein Ebola-Virus ist, da sähe die Sache dann anders aus. Aber bei den Viren, von denen wir reden, können wir einen großen Teil über unser Immunsystem lösen. Aber natürlich nicht, wenn das Immunsystem brach liegt. Und wer stirbt am meisten an Corona?
Menschen über 80. Und bei den über 80-Jährigen in den Studien ist die Vitamin D-Situation im Blut zwischen 20 und 30 und gewollt werden 120. Warum? Die hocken nur in ihren Altersheimen, kommen da nicht mehr raus. Schlecht qualitatives Essen, Vitamin D-Supplementation findet nicht statt. Wo sollen die bitte das Vitamin D haben? Damit ist klar, der alte Mensch, ein geschwächtes Immunsystem, Vitamin D-Mangel, Zink, Selen, Omega-3 nicht besser. Nun, den trifft's. Wer stirbt sonst noch? In Norditalien viele gestorben. Warum? Alte Bevölkerung, keine Vitamin D-Supplementation. Und Italien hat zwar mehr Sonne, langt aber nicht für Vitamin D. Wer ist gestorben in den USA? Die Leute in den Bronx. Dunkelhäutige Menschen sehr stark. Übrigens eine interessante Studie aus Europa, Deutschland. Die meisten Patienten mit kritischen Corona-Fällen waren Migrationshintergrund. Das sind leider die, die unter der Gruppe fallen, die man nicht mit Vitamin D versorgt. Und das passt alles zusammen. Natürlich gibt es auch mal selten jemand, obwohl er alles richtig macht, der wird auch schwer krank. Das passiert mit der Grippe übrigens auch. Also es ist das Thema, dass wir unseren Körper besser verteidigungsfähig machen müssen. Das soll die Kernbotschaft des heutigen Abends sein. Wir müssen nicht die ganze Zeit in Angst vor dem Coronavirus durch die Gegend rennen, hysterisch, wenn ein Jogger vorbeiläuft, aufhören zu atmen, weil er könnte mich angesteckt haben. Es gibt praktisch keinen einzigsten nachgewiesenen Fall einer Coronavirus-Übertragung im Freien. Es ist absolut unglaublich, dass es Leute gibt, die mittlerweile, wenn man spazieren geht, einen Meter Abstand halten wollen, wenn man vorbeiläuft und einen ganz entgeistert angucken. Es gibt Leute, die laufen mit einer Maske am Joggen. Das ist alles Unsinn. Das bringt jetzt nüt. Wenn man draußen in der Natur joggt, braucht es keine Maske. Es braucht aber das Immunsystem. Es braucht ein funktionierendes Verteidigungssystem. Und das ist mit nicht allzu großem Aufwand zu erreichen. Das ist eigentlich das, was ich heute Abend zusammenfassen wollte. Ich wollte eine positive Botschaft geben. Wir können etwas tun, wir können uns schützen. Wir sind in der Lage, auch gegen die Coronaviren, die sind gar nicht so schlimm. Sie können schlimm werden. Wenn Dinge zusammenkommen, gibt es ganz schlimme Verläufe, es gibt tragische Verläufe. Wir wissen das alles, es gibt Todesfälle. Aber man kann dagegen was tun. Dumm ist, wenn man nichts tut und niemand informiert die Bevölkerung, was man tun kann. Wir haben von der SSAMP aus mit meinem Kollegen Herrn Volker Schmiedl zusammen haben wir einen Appell an die Schweizer Ärzteschaft gerichtet vor einigen Wochen. Nutzt Vitamin D. Wir waren die ersten und einzigsten überhaupt, die das getan haben. Wie nicht anders zu erwarten war, ist es nichts passiert, weil die massenmediale Verunglimpfung des Vitamin D ist natürlich viel stärker, als wenn da so ein paar kleine Leute irgendwas erzählen. Aber es geht, man kann damit was tun. Wir müssen es vielleicht allen selber erzählen. Wenn es die Massenmedien nicht tun, müssen wir es erzählen. Wir müssen es den Menschen weiterbringen. Wir müssen versuchen, vielleicht mit den kleinen Redaktionen, immerhin habe ich ein Interview geben können mit einer kleinen Ausgabe der Luzerner Zeitung. Mit dem Blick und so können wir vergessen. Die Massenmedien interessiert das überhaupt nicht. Die wollen böse Nachrichten verteilen, aber keine guten. Also müssen wir es tun. Informieren Sie die Nachbarn, informieren Sie die Freunde, geben Sie das weiter. Wir können was tun. Wir sind da nicht alleine.